Berlinale neigt sich dem Ende zu. Heute sind noch die letzten Wettbewerbsbeiträge zu sehen. Morgen werden schon die Bären verliehen. Kleine Bilanz zum Ende. Es war eine seltsam durchwachsene Berlinale. Am Anfang ist man so richtig Achterbahn gefahren. Da gab es ganz große Highlights, es gab ganz große Abfälle. Da hatte man wirklich das Gefühl, da ist alles drin, alle Amplituden sind drin. Jetzt in den letzten Tagen ist es eher so, dass die Loopings dieser Achterbahnfahrt doch ausgeblieben sind und sich das alles so auf einem niedrigen Niveau ein bisschen auspendelt. Spannend wird natürlich sein, wer am Ende die Bären kriegt. Da weiß man immer nie so. Jurys haben da manchmal ganz merkwürdige Entscheidungen. Der Favorit des Herzens hier bei uns auf dem Platz war ganz sicher Victoria von Sebastian Schipper, der wunderbare Berlin-Film, der in 140 Minuten ohne Schnitt gedreht wird. Dem wünschen wir von Herzen, dass er etwas kriegt. Und dann natürlich Jaffa Panahis Taxi, ein großartiger Film, dem wir ganz doll die Daumen drücken werden.